Morgen, liebe Lotus-Gemeinde. Tja, 4. März 23, Rheinhausen Tram ist draußen. Hat Roland ja schon längere Zeit angekündigt, dass er da was in der Mache hat. Und jetzt hat er das tatsächlich. Ups. Ich sehe gerade, ich hätte ja gar keine Wagennummer eingeben müssen. Die Wagennummer ist ja auf dem Repaint. Ach, verdammt. Gut, dann machen wir da ein großes X beim nächsten Mal hin. Jetzt haben wir die Berliner Nummer da unten drunter und halb im Schwarzen. Na bitte. Ja, eigentlich wollte ich ja, bevor sich bei Lotus nicht irgendwie was Grundlegendes mal tut, also grundlegend wäre jetzt zum Beispiel das DirectX, an dem gearbeitet wird. Grundlegend wäre Performance oder sonstiges, an dem gearbeitet wird. Gerüchte halber soll auch noch die U-Bahn irgendwie dazukommen. Da haben alle gedacht, dass da sonst irgendwas zu Weihnachten kommt. Zu Weihnachten kam nichts. Wir wissen das alles. Ich brauche das nicht breittreten. Weihnachten war eine Enttäuschung. Genauso wie dieses komische Update, auf das alle gewartet haben, da kam dann gar nichts. Das war dann erstmal nur ein Nightly-Bild und blieb dann noch 14 Tage Nightly-Bild. Und in der Zeit habe ich mir so gesagt, ich werde Wehrheim erstmal nicht weiterbauen, sondern beschäftige mich mit meinen privaten Projekten. Also Brandenburg ist jetzt bei mir, wenn ich überhaupt was für Lotus mache, ist bei mir Brandenburg im Moment in der Mache. Und ja, eigentlich ist Lotus sehr weit nach hinten gerutscht in meiner Priorität, weil ja eben auch Simrail erschienen ist und wesentlich mehr Laune macht, wesentlich besser von der Performance her ist. Mein alter Rechner kommt mit Simrail auch super klar, auch im Multiplayer und so weiter und so fort. Und bei Lotus ist da kein Fortschritt so richtig zu sehen. Und ich sehe auch, dass sowohl die Entwickler kein Interesse mehr an der Community haben, als auch, dass die Community langsam auch das Interesse wirklich an der Entwicklung verliert. Wenn denn mal einer wie Roland irgendwas online stellt, so wie heute, dann gucken wir uns das an. Wir spielen da vielleicht eine Stunde drauf, wir fahren einmal hin und her und dann sagen wir wieder, naja, aber die Performance. Ja. Und so geht es eigentlich den meisten. Muss ich mich nicht weiter drüber auskotzen. Ja, ich fahre es aber trotzdem jetzt hier mal. Wir befinden uns nämlich in bekannten Gefilden. Hier sind wir zum Beispiel in Wickenberg. Die haben wir eigentlich immer mit so einem komischen Überlandbus angelegt. Jetzt legen wir hier mit einer Straßenbahn an. Wir brauchen. Da behelfen wir uns hier mit, ohne dass wir da großartig aufsuchen müssen. Wickenberg, Breitwehr 2-1, bitte. Fahrplan haben wir schon. Wir sind auch die 1. Okay. Der Fahrplan kann wieder. Das kann wieder aus. Dann Fahrplan haben wir schon. 2-1. War hier einzugeben. 0201. Sind wir. Und die Route war auch die 1. Halt! Route! 1, so. Jetzt, warum hat das nicht richtig geschluckt? So. Das Nürnberger Mast 3 wegen der Haltestellenweiterschaltung. Ansagen haben wir leider nicht. Leider Gottes, weil. Man fragt sich wirklich, der Herr Mozart, der hat doch 5-mal Ansagen für Rheinhausen gemacht, das wird sich doch irgendwie zusammenschnippeln lassen, dass man da wenigstens die Haltestellen ansagen hat. Also falls mal jemand Zeit hat oder Lust. So, jo.
Oh, wir sollen schon abfahren. Gut, dann fahren wir. Wir diskutieren dann auch nicht mit unserem Fahrplan. Wir fahren dann natürlich pünktlich. Nächster Halt ist im Eckerfeld. Also wir müssen heute Stellen Mund machen. Und leider gibt es wohl noch Probleme mit der Wagenreihung, also mit den entsprechenden Repaints. Wie man hier sieht. Es sind Berliner unterwegs, nur meins hier ist ein Repaint. Im Ackerfeld? Hieß das nicht immer im Ackerfeld? Oder wird hier bloß kein Ä-Strich angezeigt? Hier steht im Ackerfeld. Ich dachte immer, das heißt im Ackerfeld. Okay. Alles klar. Wieder was dazu gelernt. Gottfried Eisener Straße. Jetzt sind die Fahrgäste neu sortiert. Das ist ja ein Problem. Welche Ampel ist jetzt für mich? Nee, die nicht. Eben nicht. Verdammt. Eben genau die nicht, aber ah, jetzt. Alles klar. Die, das ist eine Fahrspur, das ist keine Abtrennung. Das ist eine richtige Fahrspur. So, bleiben wir mal auf Höhe Haltestellen Schild stehen, weil. Nee, so richtig weiß ich nicht, wie weit ich gefahren bin. Da wird der Schweizer wieder was zu meckern haben. Hier wird er nicht, wenn er wieder nur nicht weiß, wo er anhalten soll. Die noch ordentliche Haltemarkierung da ist. Nächster Halt, Rittergrundstraße.
War da eben ein A an und ist das eben ausgegangen? Habe ich das jetzt richtig gesehen? Nee. Habe ich geträumt. Also ich nehme mal an, wir fädeln uns jetzt hier wieder aus. A, das habe ich richtig angenommen. Nächster Halt, Reinhardshofer Straße. Ups. Von vorne oder folgt der mir? Nee. Es macht ja, es macht ja nichts, wenn man mal zu viel blinkt. Habe ich an irgendeiner Stelle mein Liebes durcheinander gemacht. Ich weiß bloß nicht wobei. Oh. Reinhardshofer Straße und das nächste müsste dann Oberstadt sein. Ich hoffe es, dass ich noch in der richtigen Reihenfolge bin. Vielleicht habe ich auch irgendwas falsch gemacht. Nö, das ist Reinhardshofer Straße. Das nächste ist dann erst Oberstadt. Nicht weitergeschalten. Ne, die andere Kreuzung müsste jetzt kommen. Der schaltet vorher nicht weiter. Warum nicht? Weichensignal so aus. Ne, andere Seite des Weichensignals, das hatte auch irgendwie eine Macke. Das hat nicht richtig hingehauen. Und hier ist es ganz aus. Mal gucken, vielleicht 13 muss. Ah! Man kann es reizen, indem man kurz. Aber eine Richtung geht trotzdem aus. Ja, ist merkwürdig.
Das ist permissiv, also dürfen wir rechts abbiegen. Das ist eine 2. Nächster Halt, Dom. Jetzt habe ich sie gesehen. Ich habe mich vorhin gefragt, wie schnell ich hier fahren darf. Geht auch bloß gerade. Was ist denn das? Verstehe ich nicht. Nächster Halt, Hauptbahnhof. Bitte ein A. Ich darf hier nur 25 fahren. Dann muss es aber auch angehen. Geht nicht an. Prima. Ich nehme mal an, die 25 sind auf hier oben. So, wie ist das mal hier am Morgen? Doch. Nee, an die 25.
Dann waren die wieder aufgehoben. Ich weiß bis nicht wo, weil wahrscheinlich weil das Schild nicht richtig geladen wurde. Das sind denn so die essentiellen Sachen, die einfach sein müssen, dass man zumindest sieht, wie schnell man fahren darf, wenn das die Schilder geladen werden. Wenn die als letztes geladen werden, nachdem die Häuser erst scharf gemacht worden sind, nützt einem das beim Fahren nicht sehr viel. Dann hat man zwar ein scharfes Haus, aber man hat keine Geschwindigkeitstafel gesehen. Nee, Entschuldigung, ich kann das nur noch belächeln. Ich kann das nicht mehr. Also meckern tue ich nicht mehr. Hat sowieso keinen Sinn. Ein Kollege für die zwei. Wegbindung? Nicht. Pustekuchen. Ein automatisches G kann ich benutzen. Nee, dann scheinen auch die Weichen nicht richtig. Nee, es ist ja auch auffällig, dass die Weichen immer bloß in die eine Richtung leuchten und nicht in beide Richtungen. Nächster Halt, Krämerband. Ah, Windscheibe. Auch schön. Das ist sehr schön. Richtig geil, weil das brauchst du im Multiplayer. Hatte ich richtig gelesen? 30? Stadtwerke. Thank you.
Geister der Straße. Die Tradition der komischen Ampeln aus um sie wird fortgeführt. Die komischen Ampeln, die immer rot waren, die waren immer rot. Warum darf ich nicht? Ne, die Linksampel hier haben keine Ampel, oder? Das sieht so komisch aus hier. Naja. Gibt's keine. Enthaltestimme. Also Wendeschleife. Wendeschleife. Friedhof.
Die gab es bei Mozart auch noch. Halt Zeppelinstraße. Nächster Halt Osnabrück. Das ist schön, man braucht auch mal Rasen sticken. Halt Bergener Straße. Nächster Halt Stockauer Straße. Wie ein Fußgänger, aber wie ich. Mann, nee. Mach doch ein Vorsignal. Thank you.
halt bereit wäre, Endstation mit aufsteigen. Ist kein Strich. Ich hab eine dicke Maschine. Gehen wir neu als die 30. Ein Abschnittswinkel. Oi, schick, 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 schicke Endstelle. Die weichen Signale, Roland. Erstmal muss ich entscheiden, ob die nun mit Herzstück sein sollen oder ohne Herzstück. Oder verriegelt oder nicht verriegelt. Ankunft. Das ist schön. Das hier fällt mir. Achso. Sehr nett, ja. Das gefällt mir sehr gut. Pausenheim. Und Kaffeebude. Wahrscheinlich nur eine Pinkelbude. Sag ich doch. Vielleicht haben die einen Kaffeeautomaten irgendwo da versteckt. Man muss ja schließlich auch wieder was auffüllen, wenn man was rausgelassen hat. So. Dann machen wir mal die Türen kurz auf. Oh, zum Lüften. Tja, jetzt habe ich doch wieder meinen ganzen Nachmittag mit Lotus verbracht. Wollte ich eigentlich gar nicht. ich hoffe aber, es hat trotzdem einen kleinen Einblick in das Rheinhausen-Addon von Roland erhältlich im Workshop gegeben. Es ist, also ich kann es nur empfehlen, ob es Multiplayer-fähig ist und wie und was und warum, das müssen wir nachher noch ergründen. Ich hoffe mal, hat auf jeden Fall Potenzial und macht auch schon mit zwei Linien Spaß, würde ich sagen. Was wir nicht haben, ist ein Betriebshof, aber das hier zum Beispiel könnte ja erstmal der Interimsbetriebshof sein. Aber es ist auf jeden Fall erfrischend, dass es eine Map ist, wo die nicht am Betriebshof begonnen wurde zu bauen und wo der Betriebshof hoffnungslos über... Na, wie soll ich denn das sagen? Hoffnungslos groß ist. Also viel zu groß eigentlich für das, was man da hinten dran baut. Gut, hätte ich bei Roland sowieso nicht erwartet. Alles klar, ich sage wie immer beim Schließen der Türen.